Wir sind also jetzt vor dem Ortsschild von Tokachi und es sind noch etwa 4 Kilometer bis zur Ortsmitte. Wir verlassen die gut ausgebaute Panamericana und fahren am Cayambe vorbei, dem Hausberg von Tokachi, 5700 Meter hoch, 17 Kilometer entfernt und immer mit Schnee bedeckt. Der Mais verdorrt oft, bevor er Frucht ansetzt. Und wenn der Wind hier über die Bergkuppen fegt, was soll da noch wachsen? Lethargie und Apathie. So sah es aus, als ich 1981 zum ersten Mal dorthin kam. Und immer wieder der Kopf, das untrügliche Zeichen des Jodmangels. Bei unserem Gang durch das Dorf Tokachi fällt auf, dass es nicht nur aus Lehmhütten besteht. Es gibt noch Häuser, die während der Kolonialzeit erbaut wurden, als die Bewohner es durch den Verkauf von Panamahüten an Pilger zu Wohlstand gebracht hatten. Wie es in Häusern aussieht, weiß jeder. Wie aber eine Hütte bewohnbar gemacht wurde, durften wir uns einmal ansehen. Die Wände der Hütte bestehen aus gestampfter Erde. Wir betreten den Raum, der nach unseren Maßstäben das Wort Küche nicht verdient, mit einer nur notdürftigen Ausstattung und mit einer Feuerstelle wie in der Steinzeit. In 3100 Meter Höhe sind die Nächte oft sehr kalt. 0 Grad sind keine Seltenheit. So ist es nicht gerade gemütlich, auf einer solchen Matte die Nacht zu verbringen. So werden heute in Tokachi auch noch Mauern hergestellt. Die Männer stampfen die Erde in diesen Verschalungen fest und heraus kommen diese Blöcke, die dann zu einer Mauer zusammengefügt werden. Das Mutter-Kind-Verhältnis in Lateinamerika ist ein völlig anderes als bei uns. Ob die Frau hier am Waschtrog steht, auf dem Felde oder im Stall arbeitet, sie hat ihr Kind immer bei sich. Die Kinder kommen aus der Schule und machen ihre Schularbeiten auf der Straße. Und die kleine Carmelita hat sich einen alten, ausgedienten Stuhl besorgt und hat ihn sich vor ihre Hütte gestellt. Aber alle Menschen sind dort freundlich und entgegenkommend. So auch die Mutter der Carmelita, die mir eine Kalebasse schenkte. Wie kommt man sich wohl vor, wenn man von diesen Menschen etwas geschenkt bekommt? Da stehen sie nun, die Kleinen, als Empfangskomitee. Statt der Blumen für uns gibt es kugelrunde, erstaunte braune Augen. Für die Kinder, die oft von weit her kommen, fängt der Tag mit Waschen und Kämmen am Brunnen an. Sollte es einmal Schwierigkeiten geben, so helfen die 16- bis 17-jährigen Mädchen, die als Kinder auch schon in diesem Kindergarten waren. Sie sind auch dabei, wenn die ganze Mannschaft die Zähne putzt. Jeder hat seine eigene Zahnbürste dank einer Spende einer Apothekerin aus Pinneberg. Unterdessen wird in der Küche die morgendliche Milchsuppe auf einem Propangaskocher bereitet. Wenn Frau Behringer in Tokachi nach dem Rechten sieht, übernimmt sie auch die morgendliche Verteilung der Suppe an alle, jung und alt. Der Esssaal ist nun bevölkert von Kleinkindern, Vorschul- und Kindern der ersten Klasse. Alle essen hungrig ihre Milchsuppe und hin und wieder gibt es ein Brötchen oder eine Banane dazu. Die jungen Mädchen kümmern sich um die, deren Löffel noch größer ist als sie selbst. Bei gutem Wetter werden die Mahlzeiten zwischen der Kirche und dem Sozialzentrum eingenommen. Ordnung muss sein in einer solchen Gemeinschaft. Omis, große und kleine Kinder, alle stapeln sie, wie sie es gelernt haben, die Essschalen in die bereitstehende Wanne. Denken Sie doch bitte noch einmal an die Hütten. Dort hatten sie keinen Tisch. Dort mussten sie ihre Schularbeiten auf der Straße machen. Hier, bei Frau Behringer, haben sie einen Tisch und können sinnvoll beschäftigt werden. Sie werden sich gefragt haben, was ich denn wohl alles in den Koffern hatte. Alles Sachen, die wir überhaupt nicht mehr auf der Rechnung haben. Wann haben wir denn zuletzt ein Kind mit einem Kreisel oder einem Jojo-Spiel gesehen? Freunde hatten mir 60 Tuschkästen mitgegeben, die ich hier gerade an die einzige Lehrerin, Angela, übergebe. Sie glauben nicht, welche Aktivitäten da freigesetzt wurden.
Wir hatten natürlich kein Zeichenpapier. Zeitungspapier tat es auch. Und immer unter der Aufsicht und Anleitung eines älteren Mädchens waren alle mit Eifer dabei und zeigten dann stolz, was sie geschafft hatten. Doch bitte sehen Sie sich dieses Bild mal etwas näher an und vergleichen Sie die Kinder und was sie gemalt haben mit den nächsten drei Bildern. Ich glaube, da kann man ohne Übertreibung sagen, dass sich dort etwas bewegt hat. Sie wurden zu fröhlichen und zu lernfähigen kleinen Menschen gemacht. Und natürlich darf in einer solchen Gemeinschaft der Kasper nicht fehlen. Denn wie überall auf der Welt sind die Kinder von seinen Streichen begeistert. Das Sozialzentrum von Tocachi besteht aus 4 Steinbaracken. Hier sehen Sie einen Anbau, der mit den Einnahmen unserer Vorträge finanziert wurde. Er beherbergt die Weberei und die Tischlerei. Nur sehr wenige junge Männer haben das Glück, bei José das Tischlerhandwerk erlernen zu können. Überwiegend arbeiten sie für Tocachi und die anliegenden Dörfer. So entstehen Spinnräder, Teile für Webstühle und Tischchen und Stühlchen für die Kindergärten. Für den Export nach Quito sind Rahmen für Stickbilder oder Spielsachen bestimmt. Der Rotary Club Saarbrücken hatte ein Herz für den Tischler. In Quito konnte er sich Handwerkszeug und Farben aussuchen. Er konnte bestimmen, was am notwendigsten gebraucht wurde. Die Freude war entsprechend groß. So wurde noch vor 5 bis 6 Jahren das Garn von den Rädern auf die Spulen gebracht. Heute hat sich auch bei dieser Arbeit eine Verbesserung durch die Beschaffung entsprechender Geräte und Maschinen ergeben. Auch diese 4 Webstühle sind in Tocachi gebaut worden. Und wenn die etwas älteren Schulkinder aus der Schule gekommen sind, kommen sie oft zu Frau Behringer und arbeiten beim Schreiner oder in der Weberei für den eigenen Bedarf oder auch für den Verkauf in Quito. Wie Sie sehen können, das ist doch schon ganz ordentlich, was dabei herauskommt. Das könnte doch schon eine Bettdecke sein. In der Zwischenzeit wird das gesammelte Holz ofenfertig gemacht. Um 12.30 Uhr kommen 130 Schulkinder und die bekommen ebenfalls ihr Süppchen. Die in Quito gefüllten Säcke werden entleert und die älteren Mädchen und die Mütter bereiten den täglichen Eintopf vor. Und das geschieht auf diesem Herd, der schon 1981 dort seinen Platz hatte und der heute noch dort steht und auf dem jeden Tag 250 Eintopfessen zubereitet werden. Moises, der Gärtner, ist ganz stolz, als er mir hinter einer Baracke zeigt, dass jedes Kind ab einem bestimmten Alter jetzt ein Beet hat und etwas anpflanzen kann. Er hat ein Stück Land bewässert und hat so die Voraussetzungen dafür geschaffen. Ich finde das ganz enorm, dass man die Kinder dazu anhält. Aus einigen wenigen Schafen, die Frau Behringer vor vielen Jahren kaufte, ist inzwischen eine ganze Herde geworden. Es sind die Wollspender für das Sozialzentrum. Nach dem Scheren der Wolle wird sie gewaschen und auf großen Tischen getrocknet. Nach dem Trocknen wird gezupft, den ganzen Tag. Von morgens um 7 bis nachmittags um 4. Die gichtigen Hände halten sie nicht davon ab, ihre Arbeit zu tun. Sie sind dankbar, dass sie die Gemeinschaft aus ihrer dunklen, traurigen Hütte holte und dass man Plätze fand, wo sie beieinander sind, auch wenn sie wenig miteinander sprechen. Die Wolle ist gezupft, nun muss sie gekämmt werden. Wie schwer das ist, kann nur durch Eigenversuche festgestellt werden. Nachdem bis ins Feinste gekämmt oder besser gesagt gebürstet worden ist, werden Röllchen geformt. Hier wird sie auf einem in Tocachi gebauten Spinnrad weiterverarbeitet. Alles, was Sie auf diesem Bild sehen, ist in Tocachi hergestellt. Der Stuhl, auf dem die Frau sitzt, das Spinnrad, die Schränke und die Decken im Hintergrund.
Eine besondere Abteilung nimmt die Stickerei ein. Ich habe ja in den letzten Jahren sehr viel Stickgarn gesammelt und übergebe hier auf diesem Bild gerade der Claudina, der Nachfolgerin von Frau Behringer, einen Beutel mit Stickfissen. Und alle sind sie beschäftigt. Alle kommen sie freiwillig und die Kinder sind immer dabei. Und was sticken sie? Sie sticken ihre Umwelt, die Berge, die Pflanzen, die Menschen, den Schnee und die Sonne, die Tiere und die Blumen, die es gibt, seitdem die Senora Elisabeth bei ihnen ist. Der Pastor Bormann aus Pinneberg hatte eine grandiose Idee. Er fragte mich, ob ich nicht mal seine Kirche sticken lassen kann. Ich habe doch so viel Stickern in seiner Gemeinde gesammelt. Also das fand ich ja toll. Ich habe dann die Kirche fotografiert und das Bild zur Frau Behringer geschickt. Als ich dann wieder nach Tokatschi kam, waren die Mütter schon bei der Arbeit und haben mir 100 Kirchenstickereien mitgegeben, die wir dann alle auf dem Weihnachtsbazar in Pinneberg verkauft haben. Und heute hängt im Gemeindesaal der Heiligen Geistgemeinde in Pinneberg diese große Kirchenstickerei, die in Tokatschi hergestellt wurde. Lauter kleine Indio-Püppchen treten im Koffer die lange Reise nach Deutschland per Auto und Schiff an. In der Nähstube sind die elektrischen Nähmaschinen im Einsatz, solange Strom vorhanden ist. Sollte der ausfallen, was nicht selten geschieht, dann wird die alte Singer-Tretmaschine hervorgeholt. Und diese wunderschöne Applikation ist das Dankeschön der Mütter von Tokatschi für unseren Besuch und das viele mitgebrachte Stick- und Nähgarn und alle anderen Mitbringsel von den Tuschkästen bis zu den Buntstiften, von den Kinderschuhen bis zu den Spielsachen. Alles Dinge, die bei uns über, für die Menschen dort aber unerschwinglich sind. Alle sind sie lieb. Alle sind sie anhänglich. Und alle sind sie auch wissbegierig. Und wir haben nicht nur Dinge mitgenommen, die man gebrauchen kann. Einfach nur etwas, womit man Freude macht. Zum Beispiel diese Stirnbänder oder Luftballons. Das sind sie, die Kinder von Tokatschi im Kindergarten von Frau Behringer in 3000 Meter Höhe. In der Zwischenzeit ist in der Küche Hochbetrieb. Wie gesagt, um 12.30 Uhr kommen die Schulkinder, aber bevor es zum Essen geht, werden natürlich die Hände gewaschen, wie man es gelernt hat. Auch die Ohmchen kommen vom Wollezupfen nach oben, eine angenehme Unterbrechung des Tagesablaufes. Und da ja meistens die Sonne scheint, findet das Essen auch im Freien statt. Da bleibt also nichts zurück im Näpfchen, notfalls wird der Finger zur Hilfe genommen. So sieht es auch heute in Tokatschi noch aus und man kommt ohne Jeep kaum ins Dorf. Aber auch hier geht es langsam, aber sicher, im wahrsten Sinne des Wortes, bergauf. Und ein Stück der Dorfstraße ist bereits gepflastert, sodass Frau Behringer demnächst etwas unbeschwerlicher ins Sozialzentrum gelangen kann. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ringsum der Boden knüppeltrocken ist. Sie sehen es hier vorn sehr gut. Eine Dünenlandschaft, in der kaum etwas gedeiht, allenfalls Agaven. Das hat mich dann auf die Idee gebracht, nachdem Zuschauer gefragt hatten, was man denn tun könne, in einer Landwirtschaftsschule in Otavalo 11 Kindern durch die Übernahme einer dreijährigen Patenschaft die Ausbildung als landwirtschaftlicher Facharbeiter zu ermöglichen. Für 50 Mark im Monat waren diese 11, 2 Mädchen und 9 Jungen, untergebracht, erhielten Verpflegung und wurden beschult. Alle haben ihre Prüfungen bestanden und 4 studieren heute. Das Land hat ein Recht auf seine Kinder. Sie sollen mit den dortigen Verhältnissen fertig werden. Auch dieses Inventar wurde beim Schreiner in Tokatschi hergestellt. Es handelt sich um das Projekt La Esperanza. Auch hier hat Frau Behringer angeregt, dass etwas gepflanzt wird, und sei es nur etwas Kohl und ein paar Zwiebeln. Und ab und zu kommt sie dann auch zu den einzelnen Projekten und überzeugt sich vom Stand der Dinge. Eingangs sprach ich von den kleinen Pflänzchen der Hoffnung. Hier sind sie. Wir finden sie in jedem Projekt, das Frau Behringer geschaffen hat. Viele Hütten finden wir aber auch verlassen. Die Menschen sind in die Stadt gewandert und haben gehofft, dort Arbeit zu finden. Meist finden wir sie aber in den Slums wieder,
die sich wie ein Gürtel um jede lateinamerikanische Großstadt legen. Aufgeregt kommen uns die Kinder in Tocache entgegen und rufen uns zu, dass es ein Fest gibt. Aus allen umliegenden Dörfern, die dem Sozialzentrum angeschlossen sind, kommen Mütter und Kinder. Sogar das kostbare Huhn, der einzige Besitz dieser Frau, auf Händen getragen, ist mitgenommen worden. Wer weiß, was ihm zu Hause passieren könnte. Auch einige Männer sind gekommen und haben zur Feier des Tages ihre Schaffellbeinkleider angelegt. Heute führen uns unter der Regie von der Lehrerin Angela die Kleinen ihre Kreisspiele vor. Bei den größeren Jungen kommt es zum wilden Gerangel mit dem Pappstier. Ruhiger geht es dagegen bei den Tänzen der Frauen zu. Sie haben sich für diesen Tag mit den Otoavallo geliehenen bunten Blusen und Röcken geschmückt. Und in Ermangelung der Männer mussten sie die Hosen zum Tanz anziehen. José, der Tischler, Claudina und Blanchita, die Küsterin, folgen dem bunten Treiben gelöst und amüsiert. Für die alten Leute, die sich fein gemacht haben, ist heute ein besonderer Tag. Durch die vielen Darbietungen wird das Einerlei der Tage unterbrochen. Wir werden mit Blumen beschenkt, ein Dankeschön für unseren Besuch. Die Hühner sind auch ein Geschenk an uns, nur die wandern in die Küche und beenden ihr Leben im Kochtopf. Noch einmal sind alle versammelt zu sehen. Das Fest hat mit gekochten Eiern, Mais, gekochten Kartoffeln und Empanadas seinen absoluten Höhepunkt gefunden. Man stelle sich das vor: ohne Chips, ohne Sekt, ohne Bier und ohne Cola waren diese Menschen fröhlich. 1981 in Tocache. Zwei kleine Mädchen, scheinbar hoffnungslos verkommen. Und im Vergleich dazu, 15 Jahre später, es hat sich viel bewegt. Und das Arrangement hat sich gelohnt. Wenn man dann so verabschiedet wird, dann kommt man gerne wieder. Das waren sie. Das sind sie. Und das bleiben sie. Meine Kinder aus Tocache. Wir aber nehmen Abschied von dem kleinen Dorf, das da verloren in der unendlichen Bergwelt der Anden liegt. Ein herrliches Panorama eröffnet sich noch einmal. Der Blick schweift über die Hochebene. In der Ferne liegen Quito und der Cotopaxi, der Sitz der Andengötter.